Einzige, was ich heute hoffe für das Spiel ist, Hertha, mach bitte keine Hertha-Dinge. Ich hab schon gehofft, dass die Scheißdosen gegen Dortmund gewinnen im Pokal, damit sie nicht ihren ganzen Frust heute bei Hertha rauslassen. Ich hoffe einfach nur, dass es zur Halbzeit nicht 5-0 steht. Tipp für heute? 2-1. Ich sag 1-1. Red Bull verrecke. Mein Wunschtipp für heute ist ein 1-0. Und was ich glaube, ist ein 4-0. Für die Scheißdosen! Kiko Kanone! Wir sind 16. Heute muss eigentlich mal was passieren. Aber ich kann mich auch nicht an zwei gute Spiele in Folge erinnern. Gegen Freiburg war ganz in Ordnung. Dann wird das heute wieder eine Vollkatastrophe, wenn es nach der Rechnung geht. Hat Hertha diese Saison schon mal zweimal in Folge Punkte geholt? Schreibt es mir in die Kommentare. Und an alle Leipzig-Fans. Ich habe eben nachgeguckt. Es hat ja noch gar keiner gespielt von den ganzen Kellerkindern da unten. Wir sind die Ersten. Wir müssen vorlegen. Was steht an jeder Ecke? Schreibt es in die Kommentare. Letzte Woche bei Chemie gegen Lok. Und heute sind wir bei einem richtigen Leipziger Traditionsverein angelangt, so rum. Julian Müller mit die 7, Dani Olmo die 16, Lukas Klostermann die 19, Andres. Macht euch bereit für unser Team! Macht euch bereit für Hertha! Viele Fans dieser Schmutzverein mitgebracht hat, ey. Popcorn fressen, du sollst Hertha anfeuern. Nee, Hertha, du brauchst deine Stimme, um Hertha anzufeuern. Du auch. Nicht fressen, wir sind nämlich im Kino. Aber jetzt kommt ein Tor, oder? Ich weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll. Auf 10-0 rum. Ein paar Chancen hier, ein paar Chancen da. Heute würde ich das 0-0 mitnehmen. Auf meiner 0-0-Serie. Marvin, hau mal einen raus! Wie damals zu den guten alten Zeiten. Grün drin, Marvin! Wollt ihr sagen, warum du kein Tor war? Weil du nicht beliebt hast. Ich belief an gar nichts mehr, Digga. Und? Einmal da unten, Dosenfußball. Tor! 37. Minute, was für ein Grottenkick hier. Keine richtigen Torchancen, nicht so, boah, der war aber knapp. Sondern alle so, oh Mann. So Hertha ist mal Standard zielgefährlich gewesen. Hallo. Falscher Fuß! Thank you.
da? Willst du mich verarschen? Eben sah es aus, als wenn es einfach wieder weitergeht und jetzt wird auf einmal unterbrochen. Was ist jetzt los? Aber zum Glück, endlich wird uns angezeigt, nach einer Dreiviertelstunde. Ich hätte es sonst nicht mitbekommen, dass es irgendwann überprüft wird. Ah, nicht. Oh, jetzt hat der Tor gezählt. Schmeckt. Halbzeitfazit 1-0 für den scheiß Dosenverein durch ein Tor, wenn Christensen um sein Leben geschrien hätte oder Kimmich mit Nachnamen heißen würde. Hätte er den Freistoß auf jeden Fall bekommen, aber so kriegt er den natürlich nicht, ne? Aber er hätte schreien müssen um sein Leben, als wenn er ihm den Arm abtreten will. Da hat keiner gejubelt im Stadion. Der Schiedsrichter hat auch nicht auf den Punkt gezeigt. Der wusste auch nicht, was los ist. Der hat gesagt, da hat sie auch gedacht, Ich habe vor dem Spiel ein paar Red Bull-Fans gefragt, was sie denken, wie das Spiel ausgeht. Jetzt in der Halbzeit ist schon richtig kalt. Davon war noch richtig warm. Wäre das Spiel 15:30 gewesen. Beste Wetter, um ein Fußballspiel zu kicken. Und jetzt bin ich schon wieder in einer scheiß Kälte gefangen. Deutschland, Kälteland. Lauf, da vorne sind ein paar Red Bull-Fans. Und was denkt ihr, was jetzt noch passiert? Macht Hertha noch ein Tor oder zwei? 2-1 oder 5-2? 2-1. Ich hoffe, dass wir wenigstens einen Punkt holen. Ich bin der Realist. Bitte, wir brauchen einen Punkt. Wir wollen nächstes Jahr nicht gegen Holstein Kiel spielen. Und gegen Elversberg. Oh, wo ist das überhaupt? In Saarland, ey. Das schaffe ich nicht. Muss ich doch erstmal meine Hausziege heiraten, um da einreisen zu dürfen, oder? Eine Frage habe ich noch an die Red Bull-Fans unter euch. Oh Gott! Oh Gott, Alter. Mit der ersten guten Chance aus dem Spiel für uns. Direkt den Konter rein. 62. Minute. Jetzt spielt Hertha mal langsam besser. Aber eine richtige Torchance war noch nie da. Wie gesagt, Pausen kommt noch hin und macht ein Tor. Spielt er überhaupt noch da? Die alte Leipziger Legende. Jawoll! Raumannahme! 75. Minute. Ich glaube noch dran. Es ist nicht so ein Debakel, wie ich gedacht habe. Und es ist auch kein Schützenfest, wie ich gehofft habe. Also für Hertha. Dafür habe ich gebetet. Für was hast du gebetet? Dass Hertha gewinnt. Hoch. Ich auch. Dafür betest du? Verschwende deine Gebete nicht. Die brauchst du noch. Ich bete auch, dass dein Helfer ausfällt. Oh Gott. Da kann ja Gott keine Zeit haben, wenn du den so beanspruchst für so einen Schmutz. Er muss vielleicht brennendes Kinder aus dem brennenden Haus retten und du betest für Schmutz. Dass Hertha nicht absteigt, dafür muss man beten. Gott, wir brauchen Gott als Cheftrainer, als Nächsten. Seid ihr da drüben alles Fans von dem Fußballclub oder mögt ihr einfach die Produkte von Red Bull? Schreibt es in die... Thank you.
88. Minute. Das war vielleicht die größte Chance für Hertha. Ich hoffe, dass noch eine große kommt. Ein Tor, aber... Stadion bringen, Alter. Wenn ich 5 Minuten vorher geben muss, damit die Kinder noch ins Bett kommen, ey. Abschlussfazit, 1-0 verloren gegen den Drecksverein, was soll man dazu sagen, ne? Vielleicht war es aber auch kein Tor. Ja, aber wenn es kein Tor war, dann ist es trotzdem verloren. Ich weiß nicht, ob das ein Foul war beim 1-0, keine Ahnung. Es wurde bestimmt schon mal für weniger ein Foul gepfiffen im 5-Meter-Raum, aber nicht gegen Red Bull Leipzig. Ich fahre nach Hause, besauf mich, was soll ich ausmachen?